Dennis, wie geht's uns dann heute Morgen? Gut. Ja? Gut. Schön. Der Dreh da, ne? Ja, ich mal die Ausschreibung ja. Ah, so ein bisschen Augenblick, ne? Ja, gut. Nee. Doch, nix ist hier gut. Sie sind zufrieden mit ihrem Leben. Ja. Haben Sie einen Abschluss? Ja. Ja, es reicht, ne? Wie ist das Wetter? Wer kann das besser? Wie ist das Wetter? Wechselhaft, durchwachsen oder auch feucht. Ihr habt die Möglichkeit, eine Postkarte für zu Hause selber zu gestalten. Ist eine kleine Bastelarbeit. Und dann haben wir noch, das ist auch relativ cool, Chips. Das sind noch gar nicht leer. Ja, da ist ja kein Biomüll. Was? Wir haben ums Haus rumgeguckt, da ist kein Biomüll. Haben wir in Physik aufgepasst? Nee, das haben wir wegen der Schule. Was? Julia, was machen wir denn gerade? Wir bauen illegale Frontblitzer fürs Mofa. Jawohl. Geht das so? Wir bauen einen Computer, Chrissy. Ich hab Durst. Warum machst du mir eigentlich nach? Was dann? Wow, hast du gut gemacht. Das Fenster ist zwar, es versucht aufzugehen, aber es klappt nicht. Naja, sagen wir mal. Nee, das ist das Geheim. Und? Fünf. Ich hab's drauf. Gib uns mal so eine Rundtour. Alles klar, also wir fangen hier an. Okay, hier ist so unser Drucker. Okay. Und unser großer Fernseher und die ganzen Sachen, die wir immer mit haben. Ja. Dann geht's hier weiter in der Kitchen. Hier kann man kochen und backen und abwaschen. Ja, hier ist das Erdplatte. Hier ist so der Kühlschrank. Was haben wir im Kühlschrank? Ah, im Kühlschrank. Wir hätten im Angebot Ketchup ohne Deckel. Ach du Milch. Scheiße. Was ist hier passiert? Auf der anderen Seite haben wir Gemüse. Hier ist unser Gefrierfach. Eis. Backöfen. Essen. Für ein Frühstück. Und die Mikrowelle. Ei. Ei. Ski. Hier sind so Sachen zum Reinigen. Und das Beste im Haus, wenn er nicht entgegenkommt, guter Staubsauger. Ja, ja. Das ist guter Scheißhaus. Und Sie haben die Toilette? Ja. Okay. Gerne. Ja. Das sind so die Hallen und der Hallen. Chill-Ecke. Wo keiner chillt. Da haben wir den Jesus. Ja, das ist der Jesus. Der ist hier überall vertreten. Hier, das sind hier die neuen Gucci-Schuhe. Das sind die neuen Gucci-Schlappen. Ei, selbstverständlich. Werkstoffhof verwenden. Bitte volle Säcke zubinden und gegebene Säcke. Ah, oh, ja, okay. Weiter geht's im Geschäft. Ja, mit dem bekannten Flur. Ja, das hier, da ist hier so die Eingangstür und Desinfektionen, deswegen Corona. Da kommen gerade Leute. Wir haben den Lockestab. Ein Lockestab. Der hat die ganze Zeit auf uns gewartet. Nee, wir sind grad, machen gerade einen Umzug im Haus. Schon wieder? Ja. Gerade der Essbereich noch nicht. Der Essbereich hat noch nicht. Wir kommen im Essbereich. Pikant und würzig. Das verwende ich abends immer. Lecker. Mach Glas das. So, hier haben wir das bekannte Staircase aus feinstem Marmorholz. Was liegt denn da? Wir haben ja ein wildes Film. Wir haben einen Julian. Gute. So, hier geht's richtig ab. Dusche. Subi. Und noch ein Klo, weil vier Toiletten reichen nicht. Das ist der Meloni. Pass auf, die ist scheu. Scheu, oh ja. Sie guckt schon ganz blöd hier. Ja. Die Kuh. Oh, der Helikopter fliegt ja immer noch. Wo ist er dann? Da, direkt geradeaus, schräg rüber. Unseren Lagervorrat. Milchbuch. Was? Unser. Ach du Scheiße, was haben wir denn gemacht? Was zum Teufel? Liegt ja alles rum. Der kommt sogar auf den Betten. Ach du Scheiße, was ist das denn, hey? Der reinste Müllpalast. Ich kann ja gar nicht geradeaus laufen.
Aua! Man hat in die Feuerwehrgruppe klar geschrieben, komme mit C-Fix. Nee, was hat der Mann? Wow. Klasse. Das Feuer feuert. Huli! Was ist denn das? Er gegen die Tür geknallt. Wow. Wie finden Sie die Würstle? Schlecht gebraten. Also auf dem Grill war der Grillmeister war nicht gut. Gut, dass das der Olaf war. Oh wow, sieht aus, als wären da Wellen drin. Lass mal los. Ah. Willkommen zu einem neuen Let's Play. Brötchen in der Schüssel, Part 1. Das Brötchen ist weg. Schüssel auf dem Brötchen. Brötchen neben der Schüssel, Part 3. Brötchen auf Schüssel, Brötchen auf Schüssel, Part 27. Schüssel auf Tasse, Tasse. Brötchen in Schüssel, Part 7. Lars, das sieht sehr instabil aus. Part 7. Hier steht Julia auf der Karte. Ich wollte nicht ins Essen. Julia, setz dich doch mal an den Tisch. Ich bin da. Ich bin kein Hunger. Ich bin da. Ich verteile nur einen Leuten. Was soll das jetzt? Hier ist das Hunger. Ich hab noch Hunger. Ich Außerdem ist der fett genug. Was? Der ist gesund. Komm noch rein. Ich dachte, du packst noch ein. Genug. Also. Einer geht noch rein. Mach dir die Brühe rein. Jawohl. Warum willst du das? Hä? Hallo, Lunge. Noch ein. Noch ein. Noch ein. Warte. Noch ein. Becher in Tasse. Bitte. Egal, was er jetzt tut, ist den Schuh. Warte. Lars, fandest du das nicht geil? Was denn? Ich hoffe, dass das dein Knie war. Oh. Zeig. Durch das Glas. Das ist alle runter. Auf, ihr Fotzen. Ja. Ist das Olaf, das Kamerakind? Ja. Das wäre doch was. Dann musst du auf den roten Neueste und... Ihr kriegt das damit auch von den ganzen... Zum Beispiel McDonald's. Sagt, der hatte jetzt so Cut, da kann das ganze Jahr mit Essig. Wenn man den Preis für das sauberste Zimmer gewonnen. Viel Zigaretten rauchen und viel Kaffee. Ja. Einer dabei. Gleitschirm fliegen, stimmt, das war. Wer hat das denn gemacht? Julian. Ich? Ja, stimmt, du hast das gewonnen. Ich habe das doch weiter zur Verlosung gegeben. Okay, gut. Ganz so hochpreisig wird es und hochkarätig sind wir heute nicht besetzt. Konnten wir jetzt Wonne machen. Aber nichtsdestotrotz haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, auch heute eine Verlosung, beziehungsweise Verlosung ist der falsche Begriff, eine Versteigerung vorzubereiten. Ich glaube, du solltest vielleicht mit dem mal 10 noch einmal. Okay. Also es gab ja auch schon Zollstöcke, die für 21 Euro... 19 Euro weggegangen sind. Der Uli hat schon einen Kaffeebecher für 32 Euro erwirtschaftet. Uli, greif ein. Kinder, findet doch nicht so viel. Nein. Und der scheiß Kaffeebecher war kein 50 Cent wert. Das ist quasi wie eine kleine Lotterie mit etwas Spaß. Glücksspiel ist verboten. Ihr dürft nochmal zu einem kleinen Plausch zusammengehen. Euch etwas zu trinken holen. Zeig mal, was du drauf hast. Mein Freund, dann sind wir schon Menschen für viel weniger gestorben. So, Respekt! Respekt vor dem Julian! Das ist keine Musik, das ist die kleine Lachkatze da hinten. Und alle sich wirklich Mühe geben, wir müssen eigentlich die Leute nie zum Dienst aufrufen, das funktioniert alles einwandfrei. So, wir kommen heute zu unserem ersten Artikel dieser wunderschönen Versteigerung im Jahr 2020 im Clarenza-Tal. Ich möchte mich vorstellen. Du hast schon einen Artikel gewählt.
Nein, Dennis, noch habe ich keinen Artikel gewählt. Wollen wir nochmal... Wir werden uns zurückziehen, einen Artikel wählen. Die Spannung steigt, vielleicht haben wir die passende Musik dazu. Lass die Spiele beginnen. 1 Euro! Diesen einmaligen Artikel, 11 Euro sind geboten. Gibt es weitere Gebote für diesen wunderschönen Artikel? 22 zum dritten! Oh. Eine Packung Gummibärchen für 23 Euro! Klopf nochmal, vielleicht könnt ihr es dran erkennen. Ihr habt die Chance, diesen Artikel zu ersteigern. 16 sind geboten. 20 sind geboten. Ich habe hier 22 jemand am Telefon. 22 sind geboten. 24 sind geboten. Höre ich weitere Gebote für diesen 26 Euro zum ersten. 26 Euro zum zweiten. Dritten. Tada! Oh. Mein junger Freund zu meiner Rechten hält den dritten Artikel unter Verschluss. Fühlen Sie sich geehrt? Fühlen Sie sich auch immer oben? Mein Tipp zu diesem Artikel. Gibt es Gebote für diesen Artikel? 20 sind geboten. 20 zum ersten. Scheiße. 20 zum zweiten. 21. 21 sind geboten. Jawohl! Das EKG sieht übelst aus. Von nun 23. 24? 24 zum dritten! Das ist egal. 3. Ja! Ich hab doch mehrmals sagen wollen. Nein! Einfach mal das Geld hier ablegen. Nur gesagt, 50 Würfelspiele, wir haben nur keine Würfel. Ich danke Ihnen für das Geld. Hallo Olaf! Willkommen im Fernsehen! Hui. Ich grüße meine Oma! Grüß mal jeden, den du kennst! Grüß mal jeden, den du kennst! Ich grüße meine Oma! Einfach! Meine Mama! Meine Oma! Erlaubt euch einen Blick in die Zukunft! Das ist ein Röntgengerät! 24 zum ersten! 25. Was? 30. Ich sag 30. 30. 30 zum dritten. Ja! Dennis, siehst gut aus mit Hut. Ja. Obwohl, hier ist der DJ. Kinder, mit deiner Mitte im Kopf. Uli. Uli Mehli. Verkauft ich verkaufte dich für 5 Euro. An den Verkäufen, doch Lars! Kann ich nicht! Warum? Ja, Digga, 25! Höre ich Gebote! 20! Oh, Mann. 20 sind geboten! 21! 21 sind geboten! 34! 34 zum dritten! Das ist eine gute Frage. Super Jubiläum, Wundertüte Jubiläum. Super Wundertüte Jubiläumsmädchen. Wie viel Bier hat er schon? Ich hab nur 20. Ich kann ja jede Runde mit, aber wenn die mit 20 anfangen. Ich bin ernst. McDonald's, Burger King, Subway. Wir können diesem Artikel nicht das Wasser reichen. Das ist ein Burger von gestern.
24 sind geboten. 25! 26! 26! 30 sind geboten. 30! Hier liegt. 31 sind. Hab ich da ein anderes gehört? 32 schon! Ich hoffe, Sie werden sehr viel Spaß mit Ihrem Artikel haben. Hey, was ist das denn? Rubbelsticker. Und vier Stück, mal das mal auf, der Brett steht bestimmt da drin. Der DJ macht hier eine Stimme und schreibt den Wahnsinn. Gelassen. Sind zwei tapfere junge Männer, die sich diesen Topf nähern wollen. 28 Euro. 28 zum zweiten! 28 zum dritten! Wow! Ach, die hat auch genommen. Ich nicht. Philipp, genau, nimm die Aufsicht. Wow! Das ist ein LED-Luftballon! Wow. Und zwar drei Stück! Sie sehen, für Sie alle ist etwas dabei. Glücksspiel, Nahrung oder etwas zum Malen. Oder Scheißsticker. Oder Scheißsticker. Das ist immer ein komischer Freund. Oh, wow. Lars! Oh, ein Italien-Dusel! Ja, Nummer 50! Lars, machen wir es nicht komplett aus. Oh! Oh Gott! 27 sind geboten zum ersten, zum zweiten und zum dritten! Herzlichen Glückwunsch! Das hätte ich doch gebraucht können! Courageous and caring, the burning with stories to share. All the chorus, they sing out in chorus, marching along with their song in the air. Call me bear, call me bear. Magic and mystery are part of their history, along with the secret. Erinnert mich an meine Kindheit. Wege hatten, Züge hatten, ins Schloss. Wunderschön. Oh, Glück. Oh, was ist Glück? Ein Schornsteinfeger. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Wo sind die ersten wohl? 10 Euro, jawohl! 26 Euro. Das ist viel Geld. 26 zum ersten. 26 zum dritten. Was ist das? 10, 20, 25, 26, helfen Sie. Aber wie heißen die Würstchen? Was für Würstchen? Tiroler Kaminwurze. Kaminwurze. Das Original. Überzeugen Sie Ihre Geliebte von Ihren Kräften, die Sie mit Magie ausdrücken können. Höch! Die erste Gebote mit diesen 25 sind geboten. 24! Darf ich Sie kurz fragen, haben Sie für morgen schon einen Programmpunkt? Natürlich.
Sehr nobel. Es gibt wohl eine holde Geliebte in ihrem Umfeld. Ja, ein Boss. Oh, Chris! 30 zum Dritten! Herzlichen Glückwunsch, das ist das Geschenk. Oh ja. Was ist es? Eine Zaubertafel. Hey Chris, was ist dein Lied? Sie sind genauso wie du. Ich erinnere mich an dich. Mhm. 25 zum Dritten! Herzlichen Glückwunsch! Oh nee! Wow! Selbst schließende Wasserbomben! Habe ich zum Übersport! Ach, so eine Hüftschwung habe ich noch nie gesehen! Schwingende Hüftbub! Schwing dein Arsch! Alles gut, auf Instagram. Was ist denn? Ja, halt mal hoch. Ein Apple-Ladekabel. Ein Apple-Ladekabel, 1 Meter lang. Oh mein Gott. Es ist aufgefallen, mein Äußeres hat sich verändert. Und 26 zum Dritten. Ja! Pringles. Die Aktion ist jetzt für euch vorbei. Für uns geht sie noch ein bisschen weiter. Wir werden noch tolle Sachen wie einen zweiten LED-Luftballon bekommen.